Ja, geil. Ich bin gerade an der Bärenfalle verreckt. Weil ich Angst hatte, dass ich verrecke wegen dem Gifteffekt im Wasser. Alter, bin ich schlecht. Das ist die erste Welt. Ich bin noch nicht mal. Ich bin gerade aus dem Tutorial gekommen und sitze seit 20 Minuten an der ersten Welt. Ich bin der schlechteste Souls-like-Player der Welt. Nur weil ich zu viel Schiss vor diesen Bärenfallen habe. Wieso liegen die. Das verstehe ich nicht. Das ist ein Souls-like. Das Wichtigste an einem Souls-like ist Rollen. Und die machen die ganze Map voll mit Bärenfallen. Okay, ich will aber trotzdem wissen, was ist das erstens? Kann ich den irgendwie speichern oder so? Ich will erstens wissen, wie ein Speicherpunkt aussieht. Und zweitens, wie ich mein Zeug skille. Aber guck mal, ich habe auch meine ganze Währung jetzt verloren. Dadurch, dass ich verreckt bin. So, okay, den ersten habe ich tot. Jetzt der nächste. Ich vergesse die ganze Zeit, die anzuvisieren. Weil wenn ich sie nicht anvisiere, wird mir auch nicht ihre Lebensleiste gezeigt. So, okay, den habe ich dann tot. Lag hier noch Oh, ich habe eine Hülle geborgen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen mehr raus. Ich glaube, ich verstehe das ein bisschen besser, aber ich bin immer noch nicht gut. Okay, dann gehe ich jetzt aber nicht da wieder zum Fatty, sondern ich gehe jetzt da hoch, wo ich eigentlich hoch soll. Sind eigentlich relativ einfach zu besiegen. Nur diese Teppiche sind das Problem. Die Kleinen machen mir keine Probleme mehr. Bei denen checke ich, dass ich die besiege. Was ist denn jetzt? Kann ich die Truhe öffnen? Nein, die ist auch verschlossen, oder? Truhe ist verschlossen. Ich öffne nicht diese Truhen denn. Das würde ich gerade gerne wissen. Verhärtungsfunktion in den Game. Ich bin zu doof, um die richtig einsetzen zu können. Wo sind wir stehen geblieben? Ich versuche Pilze zu kriegen. Mein Kabelkontakt. Endlich mein Kabelkontroller. Mein Gott. What the fuck? Ich hab nichts gedrückt. Der Typ schlägt wie verrückt. Was kann ich denn jetzt scalen? Wachsender Aufstieg. Das Töten zweier Gegner kurz nacheinander setzt eine verhärte Abklingzeit zurück und wachsende Voraussicht beim Erhalten eines Einblicks bestehen die Chancen, etwas Gesundheit zu regenerieren. Was findest du, glaubst du es besser? Darum Gesundheit dadurch, dass ich irgendwo, keine Ahnung, Drogen nehme und dann sehen kann, wo ich hin soll, oder schneller diese Schildfähigkeit einsetzen, wenn ich zwei Gegner hintereinander schnell töte. Naja, wie ich sehe, kennst du dich mehr mit dem Spiel aus als ich.
Ich kenne mich gar nicht mit dem Spiel aus. Ich habe nur den Trailer gesehen auf der PlayStation. Auf der PlayStation Live letztes Jahr, da glaube ich Anfang des Jahres war das. Ich weiß nicht mehr. Und seitdem habe ich nichts mehr angeguckt zu dem Spiel. Wenn du irgendwie einen Tipp hast oder so, würde ich ihn gerne hören. Weil ich bin scheiße in den Game. Ja, und scheiße in den Game sein ist halt nicht nützlich. Und der hat eine Keule oder was ist das? Oder ist das normal hier? Nein, eine Keule. Das ist Sauron. Was sagst du, sollte ich mir jetzt erstes von so ein Typ mit zwei Hämmern, einen Breitschwerttypen oder Sauron? Aber das ist das hier. Ich glaube, das ist der Speicherpunkt. Oder was? Nein, das verrät mich schon. Nein, ich gehe nicht durch die Höhle. Ich wollte gerade durch die Höhle gehen, aber ich habe gesehen, was da für ein riesiges Minotaurus-Viech drin ist. Nein, no. No quiero. Das sieht doch schon nett aus. Pero no voy a hacer esa pendejada con ese. Ja, das ist ein Minotaurus. No quiero ver ese pendejo. Egal, gerade gucken wir uns wieder das an. Ich glaube, da will ich hin. Ich weiß noch nicht, wo dieses Gebiet ist. Die Höhle weiß ganz genau, wo sie ist. Ist genau neben mir. Ah, guck mal, hier ist noch was. Ah, das ist das, wo dieser. Ah, da muss ich hin für diesen Schwertkämpfer. Das, was ich oben schon gesehen hatte. Okay. Ich will jetzt den Parry ausprobieren, muss ich zugeben. Scheiße. Alter, wir sind da 30 Gegner. Scheiße, Junge. So. Hilfe, ich bin schon ein bisschen besser geworden, aber so gut bin ich jetzt auch nicht in dem Game. Komm, schlag. Ich drück ausweichen. Scheiße, Junge. Okay, Harry kann ich jetzt. Ah, Junge, diese Bogenschütze da oben. Voy a matarte, pendejo. Ich werde plötzlich von so drei Leuten verprügelt. Ich werde richtig gemobbt von denen.